Das große Evangelium des Johannes, von Jesus Christus geoffenbart durch das innere Wort an Jakob Lorber. Band 9 aus den Kapiteln 91 bis 94. Jesus erklärt die Weisheit Moses und Josuas. Er spricht über die Entsprechungswissenschaften und er erzählt einige interessante Details über seine Wiederkunft. Wie es damals war, so ist es auch heute. Der Herr zeigt, wie die blinde Menschheit an der Nase herumgeführt wurde und noch immer wird. Dies geschieht in sämtlichen Bereichen des Lebens: Regierungen, Kirchen, den Wissenschaften, der Medizin. Kurz, alles, was nicht aus der Nächstenliebe nach der Lehre des Herrn kommt, ist Blendwerk. Aus Kapitel 91, die stufenweise Reinigung der Künste und Wissenschaften. Der Herr spricht: Geht aber hin und lehret die blinden Menschen also, wie ich euch belehrt habe, und ihr werdet es nur zu bald erfahren, wie schwer die Menschen von ihrem alten Wissen und von mystischen Vorurteilen abzuwenden sind. Dazu gibt es auch eine Unzahl Menschen, die von ihren selbstsüchtigen Priestern und Beherrschern derart verdummt sind, dass sie solch eine Aufklärung im Wissen als einen niemals verzeihlichen Frevel gegen die Götter ansehen würden und einen Menschen gar übel zurichteten, der sie zu einem Frevel wider ihre Götter verleitete. Um bei den Menschen mit der Länge der Zeiten in den Wissenschaften und den aus ihnen hervorgehenden Künsten eine volle Reinigung zu bewirken, muss ihnen zuvor meine Lehre gepredigt sein, und die vielen Götzen samt ihren Priestern und Tempeln müssen zerstört werden. Ist das geschehen und mein Evangelium, wenn auch durch viele falsche Propheten, den Menschen gepredigt worden, dann auch werden sie fähig, sich nach und nach in den Wissenschaften und Künsten zu reinigen. Und diese werden dann ein Blitz sein, der vom Aufgange bis zum Untergange alles hell beleuchtet, was da auf der Erde ist. Unter dem Aufgang aber versteht man das Geistige, unter dem Untergang aber alles Naturmäßige. So ihr dieses nun verstanden habt, so fragt nicht weiter, ob dies oder jenes nicht schon jetzt möglich wäre. Kapitel 92: Die Weisheit Moses und Josuas. Als die Jünger diese meine Rede vernommen hatten und natürlich auch der Wirt, der geheilte Knecht, der Pharisäer und der Schriftgelehrte, da sagte der Schriftgelehrte: Ich habe aus dieser deiner Rede, Herr und Meister, entnommen, dass du deinen Jüngern nicht nur das große Geheimnis vom Reiche Gottes auf Erden unter den Menschen enthüllt hast, sondern auch das Naturreich dieser Erde, des Mondes, der Sonne und der Sterne, und gabst mir da einen neuen Beweis, dass eben du in deinem Geiste der Schöpfer von all dem sein musst, ansonst du diese endlos vielen und wundervollen Dinge deinen Jüngern nicht hättest erklären und ihnen sogar beschaulich machen können. Da du aber deinen Jüngern das tun mochtest, die doch auch nur Juden und Menschen sind, möchtest du denn nicht auch uns in aller Kürze diese wunderbaren Dinge in der Art nur ein wenig beleuchten, dass auch wir einen helleren Begriff bekommen, was wir von dem Monde, von der Sonne und von all den Sternen, Finsternissen und den furchtbaren Kometen und auch von den vielen Flugsternen halten und glauben sollen? Denn in diesen Stücken sind wir nicht um ein Haar besser daran als die Heiden. Sagte ich: Warum habt ihr denn das sechste und siebente Buch Moses verworfen und für unecht erklärt und den sogar mit starken Strafen bedroht, der es zu lesen sich unterfinge? Sieh, in diesen zwei Büchern hat Moses die gesamte Naturschöpfung mit klaren Worten beschrieben. Sagte der Schriftgelehrte: Herr und Meister, ich habe wohl davon einmal reden hören, aber nie nur einen Buchstaben davon zu Gesichte bekommen.
Es sollen sich diese Bücher im Tempel zu Jerusalem auch nimmer vorfinden. Darum bitte ich nun dich, dass du uns diese Dinge, um die ich gefragt habe, in möglicher Kürze also beschreiben und erklären möchtest, dass wir dann auch wüssten, was und wie sie beschaffen sind. Auf diese Bitte des Schriftgelehrten beschrieb ich den Vieren in möglichster Kürze die Dinge also, dass sie das wohl verstehen konnten, was ich erklärt habe. Nach dieser Erklärung, die gut bei einer Stunde lang gedauert hatte, fragte mich der Schriftgelehrte, ob von dem auch die Altväter schon irgendeine Kunde gehabt hätten. Sagte ich, allerdings, und das namentlich die Urbewohner Ägyptens. Sowie aber mit der Zeit sich die Menschen stets mehr und durch allerlei Sünden von dem einen ewig allein wahren Gott entfernten und in das blinde Heidentum übergingen und sich verfinsterten, so ging auch solche Kunde zugrunde. Und an ihre Stelle trat eine leere und mit allen Irrtümern erfüllte dichterische Faselei und Phantasterei. Und so verlor sich die Erd- und Sternenkunde. Nur bei einigen, gar wenigen Weisen in irgendeinem verborgenen Winkel der Erde hielt sie sich noch, aber diese wagten es nicht, damit vor den ganz verfinsterten Menschen an das Tageslicht zu treten. Und so ist diese Kunde so gut wie gänzlich zunichte geworden. Aber in den künftigen Zeiten werden die Menschen schon wieder, und das heller noch denn in der Urzeit, darauf kommen und alles berechnen, und das wird zu dem Blitz gehören, der vom Aufgange bis zum Untergange leuchtet. Sagte der Schriftgelehrte, von wem hatten denn Moses und Aaron solche Kunde? Sagte ich, vom Geiste Gottes. Obschon er als ein angenommener Sohn des Pharao in die ägyptischen Mysterien eingeweiht war und auch von der alten Sternenwissenschaft und Erdkunde so manches kennengelernt hatte, so war aber das dennoch kaum ein trüber Wassertropfen gegen das ganze Meer seiner nachmaligen Erkenntnis, die ihm als dem erwähnten Führer des israelitischen Volkes vom Geiste Gottes gegeben worden ist, wodurch er erst ein wahrer Gelehrter aus Gott ward. Sagte abermals der Schriftgelehrte, Herr und Meister, Josua, als auch ein von Gott erwählter Führer des israelitischen Volkes ins gelobte Land, muss von all dem doch auch die genaueste Kunde gehabt haben, was Moses beschrieben hat. Wie konnte er denn zur Sonne vor Jericho sagen, Sonne, stehe still, bis ich alle die Feinde schlage? Und die Sonne soll seinem Befehl gehorcht haben? Hätte er das zur Erde gesagt, so hätte das nach dem, was du uns ehedem erklärt hast, einen wahren Sinn. Nun, wir von dir den wahren Sachverhalt vernommen haben, da erscheint der Befehl Josuas an die Sonne als ein etwas, das offenbar keinen Sinn hat. Und es scheint, dass Josua den wahren Sachverhalt doch nicht gekannt hat, so sein Befehl eine naturgemäße Wahrheit hätte werden sollen. Sagte ich, Josua hat wohl also gesprochen, aber nicht zur naturmäßigen Sonne, sondern zur Sonne des Geistes, die da bestand in der Lehre Moses aus Gott. Diese fing im Glauben und Vertrauen des Volkes beim Anblick der großen Übermacht des Feindes stark zu sinken an. Josua hat denn mit seinem kräftigen Ausruf nichts anderes zum verzagten und schon über Hals und Kopf murrende Volke sagen wollen als »Glaubet und vertrauet doch so lange, bis ihr in Kürze den mächtig scheinenden Feind vor euch werdet völlig geschlagen erblicken. Dann möget ihr mit mir das Land, wo Milch und Honig fließt, einnehmen oder wieder in die Wüste zurückkehren.« Dadurch fasste das Volk wieder Mut, im vollen Glauben und Vertrauen auf Gott, der da ist, war und sein wird die wahre Sonne der Seele und ihres Geistes im Himmel und auf Erden. Und siehe, diese von Josua angeredete Sonne blieb im Glauben und Vertrauen des Volkes stehen, beleuchtete es und gab ihm Mut, Klugheit und Kraft,
und der Feind wurde gänzlich vernichtet, bis auf die Hure Rahab, welche den Abgesandten Josuas Barmherzigkeit erwies. Hast du das nun verstanden? Kapitel 93 über die Entsprechungswissenschaft. Sagte der Schriftgelehrte: Ja, Herr und Meister, das haben wir nun alle wohl so ganz verstanden, dass wir es nun einsehen, dass Josua mit seinem großartigsten Ausruf unmöglich einen anderen Sinn hat verbinden können. Aber warum verstanden wir das denn ehedem nicht? Sagte ich, weil von euch schon vor der babylonischen Gefangenschaft die alte innere Entsprechungswissenschaft gänzlich gewichen ist. Denn diese Wissenschaft ist nur jenen Menschen zugänglich und eigen, die im wahren Glauben und Vertrauen an den einen wahren Gott niemals wankend und schwach geworden sind, ihn allzeit als den Vater über alles liebten und ihre Nächsten wie sich selbst. Denn die besagte Wissenschaft ist ja die innere Schrift und Sprache der Seele und des Geistes in der Seele. Wer diese Sprache verloren hat, der versteht die Schrift unmöglich, und ihre Sprache kommt ihm in seinem toten Weltlichte wie eine Torheit vor. Denn die Lebensverhältnisse des Geistes und der Seele sind ganz anderer Art als die des Leibes. So ist denn auch das Hören, Sehen, Fühlen, Denken, Reden und die Schrift des Geistes ganz anders beschaffen als hier unter den Menschen in der Naturwelt. Und darum kann das, was ein Geist tut und spricht, nur auf dem Wege der alten Entsprechungswissenschaft dem Naturmenschen begreiflich gemacht werden. Haben die Menschen diese Wissenschaft durch ihre eigene Schuld verloren, so haben sie sich selbst außer Verkehr mit den Geistern aller Regionen und aller Himmel gestellt und können darum das Geistige in der Schrift nicht mehr fassen und begreifen. Sie lesen die geschriebenen Worte nach dem blind eingeleerten Laut des toten Buchstabens und können nicht einmal das begreifen und dessen inne werden, dass der Buchstabe tot ist und niemanden beleben kann, sondern dass nur der innerlich verborgene Sinn es ist, der als Selbstleben alles lebendig macht. Wenn ihr nun das begreift, so trachtet denn auch vor allem, dass das Reich Gottes in euch lebendig und vollauf tätig werde, so werdet ihr auch wieder in die besagte Wissenschaft der Entsprechungen zwischen Materie und Geist gelangen, ohne welche ihr weder Moses noch irgendeinen Propheten je in der Tiefe der lebendigen Wahrheit verstehen könnt, und darum in euch selbst bemüßigt seid, in Unglauben, in allerlei Zweifel und Sünden zu verfallen. Denn so ein Blinder auf einer Straße, auf der eine Menge Steine liegen, wandelt, wird er es wohl verhüten können, dass er beim Gehen an einen und den anderen Stein stößt und dabei gar oft fällt? Und kommt auf des Weges Strecke irgendein Abgrund, wie wird er sich schützen, dass er nicht mit dem nächsten Tritt in denselben stürzt und darin den unvermeidlichen Tod findet? Darum trachtet vor allem, dass ihr im Geiste erst wiedergeboren und sehend werdet. Sonst werdet ihr tausend Gefahren, die auf euch lauern und euch zu verschlingen drohen, nicht entgehen. Sagt darauf der Schriftgelehrte: O Herr und Meister, deine Weisheit ist unermesslich, und wir Menschen sind dir gegenüber blind wie ein Stein. Jetzt erst sehe ich ganz klar ein, worin der Grund des gänzlichen Verfalls im Glauben und Vertrauen auf Gott liegt. Und ich sehe es auch ein, dass es in Zukunft mit dieser deiner Licht- und Lebenslehre genau also gehen wird, wie es nun mit der Lehre Moses und der Propheten geht. Und dass du im Ernste wieder auf diese Erde zu den Menschen zu kommen, durch deine Liebe und Erbarmung wirst genötigt werden. Es fragt sich nun nur, ob du wieder so wie diesmal oder vielleicht auf eine andere, nur dir allein bekannte Weise wiederkommen wirst. Möchtest du uns das nicht näher andeuten? Sagte ich, ich habe es euch ja ohnehin schon klar zur Genüge gezeigt, wie und auf welche Weise ich wieder auf diese Erde zu den Menschen kommen werde. Wie magst du mich um dasselbe wieder fragen?
sagte der Schriftgelehrte. Wahr ist es, Herr und Meister, dass du uns solches schon gesagt hast. Wäre ich nun schon im Besitze der Entsprechungswissenschaft, so hätte ich deiner Redesinn auch ganz verstanden. Aber ich bin noch ganz außerhalb dieser Wissenschaft und es ist mir darum nicht alles klar, was du über deine Wiederkunft geredet hast. Siehe, es handelt sich nun bei dieser meiner Frage hauptsächlich nur darum, ob du wieder als ein Mensch mit Fleisch und Blut wie jetzt geboren von einem reinen Weibe oder ungeboren mehr als Geist und doch auch sichtbarer Mensch wiederkommen wirst. Und wo und unter welchem Volke? Es ist das vor deiner unergründlichen Weisheit wohl sicher eine sehr vernunftlose Frage von mir, aber ich bin ja nur erst seit ein paar Stunden ein bekehrter Mensch und es ist mir darum nicht zu verargen, wenn ich dir noch mit allerlei unvernünftigen Fragen zur Last falle. Kapitel 94 Die Wiederkunft des Herrn. Sagte ich, gerade unvernünftig sind deine Fragen nicht, und du hast das volle Recht, danach zu fragen, was dir unbekannt ist, und mir steht offenbar das Recht zu, dir zu antworten, so und so, wie ich es für dich und für die anderen zweckdienlich finde. Wenn du aber nun schon gefragt hast, so will ich dir denn auch antworten, und so höre denn. Ich werde bei meiner zweiten Wiederkunft nicht mehr aus einem Weibe irgendwo wieder als ein Kind geboren werden, denn dieser Leib bleibt verklärt, so wie ich als Geist in Ewigkeit, und so benötige ich nimmerdar eines zweiten Leibes in der Art, wie du das gemeint hast. Ich aber werde zuerst unsichtbar kommen in den Wolken des Himmels, was so viel sagen will als, ich werde vorerst mich den Menschen zu nahen anfangen durch wahrhaftige Seher, weise und neu erweckte Propheten. Und es werden in jener Zeit auch Mägde weissagen und die Jünglinge helle Träume haben, aus denen sie den Menschen meine Ankunft verkünden werden, und es werden sie viele anhören und sich bessern. Aber die Welt wird sie für irrsinnige Schwärmer schelten und ihnen nicht glauben, wie das auch mit den Propheten der Fall war. Ebenso werde ich von Zeit zu Zeit Menschen erwecken, denen ich alles das, was jetzt bei dieser meiner Gegenwart ist, geschieht und gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder sagen werde. Und es wird dann das einfach Geschriebene auf eine eigene, den dermaligen Menschen wohlbekannte kunstvolle Art in einer ganz kurzen Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen tausenden gleichlautenden Exemplaren können vervielfacht und so unter die Menschen gebracht werden. Und da die Menschen bei jener Zeit beinahe durchgängig des Lesens und Schreibens wohlkundig sein werden, so werden sie die neuen Bücher auch selbst wohl lesen und verstehen können. Und diese Art der Ausbreitung meiner neu und rein wiedergegebenen Lehre aus den Himmeln wird dann um vieles schneller und wirksamer zu allen Menschen auf der ganzen Erde gebracht werden können, denn so wie jetzt durch die Boten in meinem Namen von Munde zu Munde. Wenn auf diese Art meine Lehre unter die Menschen, die eines guten Willens und tätigen Glaubens sein werden, gebracht sein wird und zum wenigsten ein Drittel der Menschen davon Kunde haben werden, so werde ich denn auch hier und da persönlich und leibhaftig sichtbar zu denen kommen, die mich am meisten lieben und nach meiner Wiederkunft die größte Sehnsucht und dafür auch den vollen und lebendigen Glauben haben werden. Und ich werde aus ihnen selbst Gemeinden bilden, denen keine Macht der Welt mehr einen Trotz und Widerstand zu bieten vermögen wird. Denn ich werde ihr Heerführer und ihr ewig unüberwindlicher Held sein, und richten alle toten und blinden Weltmenschen. Und also werde ich die Erde reinigen von ihrem alten Unflate. Zur Zeit der neuen Seher und Propheten aber wird eine große Trübsal und Bedrängnis unter den Menschen sein, wie sie auf dieser Erde noch niemals da war. Aber sie wird meiner dermaligen Auserwählten wegen nur eine kurze Zeit dauern, auf dass diese
an ihrer Seligwerdung nicht sollen einen Schaden erleiden. Doch in diesem Lande, wo ich nun schon von einem Orte zum anderen von den Juden des Tempels wie ein Verbrecher verfolgt werde und das in jener Zeit von den finstersten Heiden zertreten wird, werde ich persönlich nicht wieder zuerst auftreten und lehren und trösten die Schwachen. Wohl aber in den Landen eines anderen Weltteiles, die nun von den Heiden bewohnt werden, werde ich ein neues Reich gründen, ein Reich des Friedens, der Eintracht, der Liebe und des fortwährend lebendigen Glaubens. Und die Furcht vor dem Tode des Leibes wird nicht mehr sein unter den Menschen, die in meinem Lichte wandeln und im beständigen Verkehr und Umgang mit den Engeln des Himmels stehen werden. Da hast du nun eine rechte Antwort auf deine Frage, sagte der Schriftgelehrte. Asien, die alte Wiege der Menschen und der vielen Segnungen Gottes, wird so nach nicht mehr das Glück haben, dich in deiner Wiederkunft auf dieser Erde zu sehen und zu hören. Das ist wahrlich keine freudige Kunde für diesen Weltteil, sagte ich. Die Erde ist allenthalben mein, und ich weiß, woorts meine Wiederkunft für die ganze Erde am allerwirksamsten sein wird. In jener Zeit aber, in der sich die Menschen von einem Ende der Erde zum anderen so schnell wie da fährt ein Blitz aus der Wolke, werden verständigen können, und in der die Menschen auf ehernen Straßen mit Benutzung der im Feuer und Wasser gebundenen Geister schneller die weitesten Strecken des Erdbodens werden überfahren können, als da der heftigste Sturm von einem Ende der Erde zum anderen treibt und die Schiffe mit Hilfe derselben Kräfte den großen Ozean in einer viel kürzeren Zeit überfahren werden, als nun die Römer von Rom aus bis nach Ägypten. Da wird die Kunde von meiner persönlichen Wiederkunft in einer ganz kurzen Zeit leicht über die ganze Erde verbreitet werden können und also auch nach Asien. Aber es fragt sich da wieder, wird die Kunde bei den Blinden und Taubenheiden dieses Weltteils auch Glauben finden? Ich meine und sage, schwerlich eher, als bis es durch ein großes Weltgericht geläutert werden wird. Es gibt ein gar großes Land im fernen Westen, das von allen Seiten vom großen Weltozean umflossen ist und nirgends über dem Meere mit der alten Welt zusammenhängt. Von jenem Lande ausgehend werden die Menschen zuerst große Dinge vernehmen und diese werden auch im Westen Europas auftauchen. Und es wird daraus ein helles Strahlen und Widerstrahlen entstehen. Die Lichter der Himmel werden sich begegnen, erkennen und sich unterstützen. Aus diesen Lichtern wird sich die Sonne des Lebens, also das neue, vollkommene Jerusalem gestalten. Und in dieser Sonne werde ich auf diese Erde wiederkommen. Und nunmehr denn zur Genüge von dem, was dereinst geschehen wird. Hierauf machten sogar meine Jünger große Augen und sagten unter sich, so klar und umständlich hat er von seiner einstmaligen Wiederkunft noch nicht geredet. Glücklich werden die Menschen sein, die in jener Zeit dort leben werden, wo er wiederkommen wird, mit aller Fülle seiner Gnade. Aber überunglücklich jene, die an ihn nicht glauben werden, und etwa, gleich wie nun die Pharisäer, sich gegen ihn erheben und ihm nach dem Leben streben, sich wider ihn setzen und ihr Heidentum schützen wollen. Denen wird er, wie er das schon zu öfteren Malen und auf dem Ölberge durch Zeichen am Himmel angezeigt hat, als unerbittlicher Richter entgegenkommen und ihnen geben den Lohn in der Hölle. Sagte ich, ja, ja, da habt ihr nun die Wahrheit geredet. Und ich sage es euch, wahrlich, wahrlich, dieser sichtbare Himmel und diese Erde werden in der rechten Länge der Zeiten auch vergehen. Aber meine Worte, die ich zu euch geredet habe, werden nicht vergehen.